Aufregung ist immer wieder groß, wenn ein royales Kind auf dem Weg ist. Wird ein Baby geboren, sind die Royal-Fans ganz aus dem Häuschen. Dabei gibt es unzählige Fakten über royale Geburten und Kinder, die ihr bestimmt noch nicht kennt. Hier sind 9 Fakten über das britische Königshaus. Fakt 1. Beginnen wir mit dem 15. Jahrhundert. Damals herrschte noch der Irrglaube, das Geschlecht des Babys würde bis zur Geburt nicht feststehen. Um dieses zu beeinflussen, jeder Monarch benötigte einen männlichen Thronfolger, musste sich die werdende Mutter an abstruse Regeln halten. So durfte sie zum Beispiel nur von Frauen bedient werden und musste das Tageslicht meiden. Fakt 2. Im 16. Jahrhundert wurde eingeführt, dass alle jungen Royals, egal ob Mädchen oder Junge, in den ersten Jahren ihres Lebens Kleider tragen sollten. Danach schrieb die Tradition normale und kurze Hosen fest. Heute halten sich die wenigsten Royals noch an diese veraltete Tradition. Obwohl sich Prinz William und Herzogin Kate teilweise daran orientiert haben, Prinz George trug öfter kurze Hosen. Fakt 3. Hausgeburten waren bei den Royals lange Zeit eine Tradition. In Großbritannien wurde diese durch Prinzessin Anne gebrochen. Sie war die erste Prinzessin, die ihr Kind im St. Mary's Hospital in London zur Welt brachte. Fakt 4. Auch ihr Bruder Prinz Charles brach mit einer langen Tradition. Der Sohn von Königin Elizabeth II. War in England der erste männliche Monarch, der bei einer Geburt mit im Kreißsaal blieb. Fakt 5. Mit der Geburt von Prinz George im Juli 2013 durften sich die Royals über eine seltene Tatsache freuen. Es war das erste Mal seit 119 Jahren, dass es 3 Generationen der Thronfolge gab. Mit Prinz Charles, Prinz William und Prinz George hat sich Königin Elizabeth II. Für die nächsten Jahre den Erhalt der Monarchie gesichert. Zuletzt passierte das 1894, als der Urenkel von Königin Victoria zur Welt kam. Fakt 6. Ist das royale Baby auf der Welt, steht schon bald die Taufe an. Dabei werden die Kinder in einem viktorianischen Taufkleid aus dem Jahr 1841 getauft. Daran haben sich auch Prinz William und Herzogin Kate gehalten. Fakt 7. Wenn es zur Namensgebung kommt, heißt es, dass es mindestens 3 Vornamen geben sollte. Das haben William und Kate bei ihren 3 Kindern befolgt. George Alexander Lewis, Charlotte Elizabeth Diana und Louis Arthur Charles. Fakt 8. Dabei gilt, dass die Namen so traditionell wie möglich sein sollten. Prinz Harry und Herzogin Meghan, aber auch Prinz Eugenie haben sich nicht mehr daran gehalten. Ihre Söhne heißen Archie und August. Fakt 9. Auch Royals sind keine Übermenschen. Bei all den Terminen liegt es auf der Hand, dass sie Unterstützung bei der Betreuung ihrer Kinder brauchen. Üblicherweise greifen ihnen gut geschulte Nannies unter die Arme, die auf die kleinen Royals aufpassen. Maria Borallo ist die Nanny von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.